Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück mit Victoria 3 und Österreich. Das letzte Mal haben wir in einem dieser kleinen Kriege geendet, den wir eigentlich schon gewonnen haben. Ach so, wir haben ihn noch gar nicht gewonnen. Da gibt es sogar noch eine Grenze. Also wir haben ihn gewonnen. Anarchismus unlocked. Hey. Jetzt haben wir den Krieg gewonnen. Warte mal, haben wir das letzte Mal noch gemacht? Haben wir den Skyscraper fertig gebaut? Ja, wirklich. Wir haben den Skyscraper. Yay. Das war gar nicht hochgefahren. Bringt plus 25% Government Administration Building Throughput. Fancy. Und braucht 25 Papier. Kann ich das erhöhen? Nein. Kann es nicht größer machen. Wir haben den Ringturm gebaut. Das erste Hochhaus bei uns in Wien. Nicht so fancy wie in New York, aber immerhin. Yay, Handcrank Machine Gun. Wirklich gut. Wir können jetzt Automatic Machine Guns. Ah nein, doch nicht. Doch nicht. Bringt nur plus 5 Defense und Kill Rate. Finde ich gut. So, schauen wir mal. Markt. Dazwischen habe ich wieder abgedreht. Es ist immer wieder nach dem alten System geordnet, finde ich super. Jedes Mal muss man sich's neu ordnen. Wir bauen gerade einen Haufen Elektrizitätswerke aus. Maschinen sollten wir noch mehr bauen. Stahlglas eigentlich auch. Wir haben so ein Minus bei denen. Wir können gar nicht genügend Stahl produzieren. Delvidek. Eine Glasindustrie hin. Warum nicht? Ah, noch ein Konflikt. Was ist das für ein Konflikt? Oh, wir sind schon auf ihrer Seite. Wer ist das? Bayern. Echt? Bayern hat ein kommunistisches Bayern auf seiner Seite. Kommunistisches Bayern. Gegner. So, du greifst bitte hier an.
Und du greifst bitte von ja, so. Das sind die einzigen Armeen, die ich derzeit Investment increased. Increased investment in the law enforcement institution. Yay. Das ist wichtig, weil dadurch sind diese ganzen States in Turmoil mittlerweile 22. Uff, nicht mehr ganz in Turmoil. Also sind noch immer in Turmoil, aber es macht fast nichts. Nur noch 40% Schaden. Eine Idee. Gut, und die werden wir natürlich abdrehen. Ja, die zwei behalten und die sind jetzt nicht so riesig. Wir importieren aus Moldawien Artillerie. Jetzt. Also wartet mal. So, können wir Maschinen importieren vielleicht von irgendwo her? Gibt es irgendein anderes Land, das sie billiger herstellt? Nein. Niemand. Glas? Lübeck 10. Wow. Noch gar keinen Effekt. 10 von 1860. Fancy. Was ist damit? Importieren. Nein, auch nicht. UAE. Wahrscheinlich importieren, oder? Ja. Jetzt auch nicht die Welt. Aber wir haben zurzeit so viel administratives. Okay. Jo, Frankreich. So, als wäre es. Gut, okay. Kann man nirgends importieren? Nee. Auch nicht wirklich. Schwefel. Von den radikalen Bombenkriegern. Seite. Okay, passt. Du baue mir Seite aus und Schwefel. Stehen. Ah, die machen wir dort. Das passt schon. Und was haben wir noch gesagt? Kohle. Kann man auch entgegen machen, die sonst nicht allzu viel machen.
Achso, das machen wir schon. Okay, passt. Machen wir weiter. Wir kommen nicht mehr aus diesem, aus dieser Kriegsspirale. So. 176 Millionen Pfund. Wir sind doch immer nur Rang 3. Oh, ich habe gesagt, das wird sich uns so bald ändern, fürchte ich. Putin hat auch ganz schön zugelegt. Russland. Ah, oh, Great Qing haben wir fast überholt, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft. Okay, wir gewinnen auf voller Front. Wäre auch schön, wenn die Russen auch ein bisschen was schicken würden. X-tausend. Wow. Ich bin ja gefragt. Ja, aber mehr schicken wir nicht, als das wir jetzt schon haben. Interessiert mich nicht. Sollen doch die. Oh! Warte mal, Great Exped Grand Expedition ist bald auf. Naja. Ich meine, haben wir gerade keinen Krieg, das ist gut. Der Great After months of preparation. The exhibition is finally finished and is being heralded as one of the greatest expeditions of. Ist es das? So weit sind wir nicht gekommen. Wonderful, just wonderful. 100 Prestige noch bitte. Das hätte schlimmer sein können. Chips of the Air. Was machen wir eh gerade? Public Trading. Wir wollen, dass 75% der Gebäude public traded sind. Okay. Stellen wir das um. Da habe ich es schon umgestellt. Schauen wir einfach. Ich glaube, das macht einfach nur mehr Kapitalisten insgesamt. Ich glaube, das macht die Aristokraten schwächer. Was eigentlich nicht gut ist. Wieso kann ich das nicht umstellen? Das passt auch. Interessant. Das geht. Ob es Industrie.
Munition Plants. Ah, oh, warte mal, Independent Artists? Nein. Bushwap mit Patronage. Sieht gut aus. Akademiker. Was für Loser. So, Power Plants. More publicly traded. Ja, nein, nicht Sekunden. Das hat ja wahnsinnig. So, kann man die auch mal umstellen? Yep. Alles publicly traded. Also, sonst ist die sind natürlich publicly traded. Nicht publicly traded, so. Da gibt's das nicht. Also Railway. Government Road. Allerdings. Ja, so. In dem Fall. Ja, oh, warte mal. Mehr Stahl, mehr Transportation. Was muss man? Gut. Hier jetzt. Oh, nicht schlecht, wenn ich gleichzeitig schon. Und wenn man noch immer 11,6 Abfluss. Das heißt. Yay. Geschafft. Really beneficial. Now that we have more publicly traded companies, we should now focus on this might affect our politics. The Kapitalisten und rural folk. Well, maybe we can use this elsewhere. Yeah, that's more of the two. Gun. Is it sehr hilfreich? Ein bisschen irritierend ist es, dass jetzt mittlerweile schon drei Gruppen dahinter stehen, hinter in der Presidential Republic. So, schauen wir mal, wie schaut das aus? Das sollte gut werden, nachdem die nicht nochmal haben. Ja, haben sie hier gleich zwei Gruppen. Achso, drei haben sie, stimmt. To arms.
Ja, das ist, wie schon gesagt, kurz und schmerzlos. Könnt ihr das Stück Land auch noch erobern? Danke. Sieht gut aus. Schaut gut aus. Das war's mit den Kommunisten. So, wir sind eigentlich im Plus mit dem. Wir können mal schauen. Okay. Sowas. Wieder ein Konflikt. Gibt es nur noch Konflikte hier? Radikales Griechenland und normales Griechenland. Die sind konservativ. Agrarisch, maintain balance of power, das ist perfekt für jemanden. Oh, du wolltest lieber irgendwie fahren. Ach so, wir sind noch im Pausenmodus. Ich wundere mich gerade, warum es nicht weitergeht. So, ich wollte eigentlich schauen, ob sich Leute. Dann halt, nein, nein, nein. Sachsen würde ich jetzt machen. Anhalt wäre natürlich auch schon schön, aber die sind erst bei 50, 70, 73 gegenüber 100. Okay, was ist da? Ist Montenegro und radikales Montenegro. Wie oft wollt ihr das machen? Denen wir eine Customs Union mehr, nein. Schade. Naja, mein Markt ist schon recht groß und weit. Das Mädchen wäre auch noch gut, wenn wir erobern würden. Aleppo.
15 Millionen Rubikale, bist du irre? Wer ist auf ihrer Seite? Serbien? Haben die nicht noch andere Probleme auch? Nämlich ihre eigene Revolution? Also nein, Montenegro ist das. Gut, keine Probleme bei euch. Leichtes Minus, das ist jetzt nicht so dramatisch. Und wir haben es geschafft, quasi das konservative Österreich bis in die 18. Jahrhundert zu bringen. Ohne grobe Probleme. Ah, die Osmanen gehen auf die Seite. Und die was bald gekriegt. Ah, mystische Bayern kapituliert. Oh, ich habe jetzt keine Kriege mehr. Oder bin ich auf irgendeiner Seite? Nein. Da brauche ich echt nichts machen, weil die werden mehr als genug unterstützt. Eingreifen. Ist das da? Muss ich da angreifen? Ich weiß gescheit, will Montenegro nicht mir irgendwas zahlen dafür? Komm schon, Montenegro. Zahl mir irgendwas, zum Beispiel meine Obligation. Except. Ach, wieder euch zwei. Eigentlich. Okay. Lasst uns auf Dings gestellt bleiben. Machen wir den fertig. Ja, genau, recht flott. Und dann sind wir eh schon 1881. Viel mehr machen wir nicht, nachdem wir ja überall Balance of Power machen wollen. Ah nein, wir wollten doch was machen. Ich wollte Sandibar erobern. Wenn ich das mache, würde auf meiner Seite einsteigen natürlich all meine Typen. Frankreich, Großbritannien, Portugal, die könnten alle auf die andere Seite
Seite weg von. Ja, warte, haben wir Infamie? Nein, haben wir nicht. So. Die sind alle eigentlich nicht interessiert, aber auch nicht auf meiner Seite. Passt. Wer braucht die schon? So, euch werden wir mobilisieren. Das ist, glaube ich, die dritte Revolution innerhalb von ein paar Jahren bei denen. Schon. To arms. Schauen wir mal. Und schon ist es vorbei. Haben wir gut gemacht. So, schauen wir mal. War Reparations. Oh, Großbritannien. Echt jetzt? Open Marina Market. Make Puppet auf Oman. So, da müssen wir mehr mobilisieren. Und 200 mobilisieren wir. Die 25 sind schon mobilisiert, die 25 auch noch. So, und dann. Dadurch, dass Großbritannien dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass er aufgibt. Großbritannien ist so mutig. Wir machen dann gleich zwei Anlandungen, eines in Oman und eines da unten. Da möchte ich mal sehen, was der Brite macht. Okay. Dann ist es überzeugend, auf unsere Seite zu kommen. Schauen wir mal, wenn es ganz am Schluss ist, schauen wir mal, ob wir noch Ben haben. Slavery. Wobei Ben Slavery soll. Ja, wir sind ja schließlich. Das ist so. Mal minus 475, weil wir zu hohe Infamie haben, gell? Das ist praktisch, es ist praktisch nicht möglich, seine Infamie niedrig zu halten, wenn man auch nur halbwegs so spielt, dass man Sachen erobern will. Wie machen das die anderen Nationen?
Oh, was ist das? Belgien. Gegen Dings Belgien, okay. Machen. Ich meine, wir könnten rein theoretisch eine Truppe schicken. Und so tun, als würde es uns interessieren. Schicken wir euch. Und hier. Belgien müssen wir schon verteidigen. Die wollen wir schließlich in unserem Markt haben. Das ist so. Ist es eigentlich da unten? Die sind noch immer nicht fertig. So, warte mal. Die Bienen haben sich auf die Seite von... haben sich auf die Seite von den radikalen Griechen gestellt. Urarg. Nach Russland. Oh, Zeppeline, Zeppeline, Zeppeline. Yay. Können Airship Mooring Post auf den Zeppelin machen. Okay. Militärisch. Wir müssen ein bisschen militärisch aufholen auf die anderen. Automatic Machine Gun. Trench Warfare. Wargaming. 5% Moral los. Was wird denn das? Troopers. Machen wir Trench Warfare. Boah, die Russen haben eine Stärke von 97. Also, Ships of the Air completed. Yes. Und noch ein Ding. Gibt's ja wohl nicht. Also ein Ding nach dem anderen. Die von Habsburg Airship has been selected as a very special venue for an upper class ball. The most distinct members of the nation have expressed their opinions on the grandiose machine. Such shameful eccentricity. This is scouting machine. Plus 30 Army Offense für 2 Jahre. Schau an. Look at those velvet cushions and the painted. Verstärkt unsere Kleinbürger und Kapitalisten. Oder? If only all this space was used for goods instead of passengers. Erhöhte Niemand. Endlich nehmen wir da die Kampfkarte. Wer weiß, wie viel wir das brauchen. Da unten. So, was ist das? Bremen. Ja. Und das radikale Bremen. Das radikale Bremen ist eigentlich ziemlich angenehm, was trifft. Viel stärker als das radikale Bremen. Das heißt, hier zum radikalen Bremen. Schauen wir mal, ob die auch was hergeben. Thank you.
ja. So, Oman. Schauen wir mal. Wir haben diese Sachen. Das heißt, wir müssen auch das Heimatland von Oman erobern, sonst können wir sie nicht puppeten. Und Ben Slavery können wir nicht machen. Jo. Na dann. Warten wir mal. Seven, eight, nine. We have a leaf watch. Okay, jetzt machen wir mal zwei. Du, ist das kleinere oder das größere? Das größere. Machst eine Naval Invasion in Oman. Und du machst eine Naval Invasion in Sons. Nein, ich bin so doof. Nicht einfach. So. So, wo können wir euch hinschicken? Immer dorthin. Aber dort sind eh schon genug Leute. Das passt schon. Ja, das ist doch ein bisschen. 46 Tage. Noch schon was an. Ich hoffe, dass die Briten zu setzen, irgendwas anderes zu machen, als sich mir in den Weg zu stellen. So. Absorb obligation. Yay. Friendly. 90. Hey. Ein drittes Mal. Ein viertes Mal. Und wir sind auf 100. So, jetzt so. Belgiens Krieg startet auch. Ich hoffe, wir können wirklich was machen, weil die Franzosen ja alles für uns machen. Schauen wir mal. 25 Tage noch. Okay.
helfen wir euch hier. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Wenn dich du. Weißt du? Mann. Nein. Mist. Das heißt, du musst mal anladen. Mit einem Schippernackel. So, schauen wir mal. Wie lange haben wir noch? 10 Tage. Mistia PÖ. Ah, die Sozialisten gegründet. God will. Heinrich Schopper of the Catholic Church has been seen preaching in favor of the Constitutional Party, convinced that their victory has been foreseen in God's plan. Okay, and who are we to stand against? Such a shame, the nation is not ruled by God. But God surely wants the Communist Party to win. Nein, will ich nicht. Mist. Den Oppositionsparteien, das gibt's ja wohl nicht. So, Naval Invasion, 15 Tage noch. Oh mein Gott, kommt so. Hoppi, hoppi, hoppi. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Gleich sehen wir, was es aushält. Was lotten können. Weil wir sollten sie je beeilen, weil wir brauchen sie für Bremen dann auch gleich. Und Anlandung, nein, noch nicht. Naval Battles. Okay, die ist eindeutig auf unserer Seite. Und da landen wir einfach gleich an. Okay, wir haben tatsächlich eine stärkere Kraft als die Leute, die da sind. Finde ich gut. Bist du unten? Komm schon, komm schon, komm schon. Und Bremen. Okay. Gibt's noch einen? Du machst nicht noch. Sind sie beide noch vor Ort? Ärgerlich. Ja, schauen wir mal. Das soll Problem sein, oder? Oh, Hessen hat sich noch auf ihre Seite gestellt. Wow, arg. So, ich. Oh, du hast sogar mehr als wir. Als oben. Mehr als im Norden, im Heimatland. Rubber discovered in Kenya, okay. Wow.
So, wie schaut's mit der zweiten Front aus? Sind wir da schon durch? Aha, wieso dauert das so lang? Wieso brauchen wir für diese Landung so ewig? Sehr gut, so. Jetzt sollten die Spanakeln frei sein, oder? Schau mal, ihr landet einfach nebenan. Das können wir dort nicht landen. Nordet wo wir springen. Wenn ich gesagt, die können dort hin. Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso können wir dort nicht anlanden? Ach so, weil das schon erobert ist. Haha. Okay. Aber gut gemacht, wir wussten. So, na dann machen wir was anderes. Dann landest du vielleicht wo an? Ah, da oben. Achso, na, warte mal. Nein. Kann man natürlich nicht machen. Wir brauchen noch... Das ist irgendwie doof, das letzte Mal. Also, im früheren Patch war dann hier ein Reminder, dass wir dieses und jenes noch brauchen. Was haben wir hier? Mecklenburg. Mecklenburg-Strelitz. Okay, schauen wir mal. Was? That's Advanced Egalitarian. Und hier wollt's konservativ sein. Ich meine, ich würde euch gerne helfen, aber ich glaube, zu euch komme ich einfach nicht. Das kann euch nicht helfen. Ihr müsst das von alleine schaffen. Oder sterben. Oh, das ist super, dass die da nochmal Krieg führen. Dann sind die Briten wenigstens mit was anderem beschäftigt als mit mir. Der Oman wird relativ schnell. Unter unserer Kontrolle sein. Leute am Hinkommen. Passt. Das ist der Krieg. Attrition, das gefällt mir nicht.
So, wie schaut's da aus? Da sind alle durch. Gut, dann schicken wir den doch tatsächlich. Diesen Typen. Warte mal, so kann man nicht daher schicken. Das. Oh. Könnte dieser Teil des Konflikts ein bisschen schneller vorangehen? Gibt's ja wohl nicht. Ich döse immer so leicht weg. Ja, okay. Warte mal. Ey. Oh, come on. Ende machen. Wieso wehrt ihr euch, Freunde? Lasst mich einfach überrollen und passt. Jetzt nehmen wir mal los. Schaut, nimmt ihr einen Bike an Belgien und Bremen. Oh, warte mal. Oh, die Lampe. Das gefällt mir noch gar nicht. Wahrscheinlich landen wir an. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir landen auch mal wo bei euch. Oder auch nicht. Weil die gerade besetzt sind da drüben. Ich bin tatsächlich stärker als die verdammte Britische. Ich meine, die haben halt 100 Schiffe mehr als wir. Verstehe, sie haben.
Warte mal, wieso? Bremen ist auch. Warum genau verlieren wir hier? Das kann doch gar nicht sein. Wir sind da 100.000 Mann und er ist nur 5.000. Wie kann das sein? Sagt mir das. Wir können da gar nicht zurückgeschlagen werden. Wir haben 20 mal so viele Leute wie die. Das war ein Bug, da bin ich mir nicht sicher. Also wir müssen jetzt wieder alles von vorne anfangen zu erobern hier. Das ist... Spiel, ich glaube, du spinnst. Schau dir das an. 29 zu 7 und wir verlieren. Wieso? Ah, wegen 100% Attrition. I see. Das ist der Grund. Weil die da raiden. Why is it like maybe a headquarter? Ah, I see. Wir haben das andere schon erobert, deswegen. Sehr urbescheuert. Okay, warte mal, wir machen Folgendes. Du verteidigst hier. Nein! Hörst du? Du verteidigst hier. Du verteidigst. Du verteidigst. Wenn ihr alle verteidigt, dann greift keiner von euch an und die greift auch nicht an. Weil sie zu schwach sind und wir verlieren deswegen keine Küste. Wir warten, bis da wieder jemand vor Ort ist, dann schippern nakeln, oder bis der Krieg vorbei, weil der Krieg hört bald auf. Nochmal God's Will. Nochmal das gleiche wie vorher. Echt jetzt? Ich will nicht die... Ach Gott. Die Rural Folk sind die Kommunisten und die Trade Unions sind die Sozialisten. Ach.
Ihnen die Waage wieder. Oh, nur noch 50%. Bist du irre? Das bedeutet, wir sind noch immer knapp drüber. Wir könnten die Aristokraten austauschen, aber das will ja keiner. Gesagt, wir machen nichts, keine dann besser. Schaut nicht aus. Okay, was machen wir da? Das ist eigentlich... Eigentlich... Was ist das? Radical Mecklenburg, okay. Das ist genau das gleiche in Blassgrün. Okay, da kann man mitmachen. Also diesen Konflikt war praktisch gewonnen, weil der Oman gibt bald auf. Hoffen wir einfach, dass wir einen Weißen mit den Briten kriegen. Ah ja, das ist nicht super genau so. René, du bist ein Opfer. Uns alles. Du. Geh bitte daher. Du. Geh bitte daher. Du. Greif bitte auch hier an.
Können wir bitte Mieten wieder von Land werfen? Danke. Puh, das ich habe schon Ranged Groups. Uark. So, die haben kapuliert. Finde ich gut. Und die Briten. Okay, was? Lass uns doch mal ein wenig in die Offensive gehen. Was ist das für ein Krieg? Okay, ja, dann kapitulieren wir natürlich. Der interessiert uns nicht mehr. Oh, viele Dinge gleich. Jetzt Sandibar ist jetzt österreichisch im Übrigen. Ich werde funktionieren alles wieder. Sobald der Ort da ist. Was fehlt euch? Fertilizer, echt jetzt? Weil der Port nicht gescheit funktioniert. Aber ohne Port kriegen wir keine Kohle. Das ist irgendwie strange. Reicht jetzt so. Okay, die verlieren wir offensichtlich. Language from Sukuma Students. Sukuma ist die Native Language. Nachdem wir niemanden integrieren können, das hatten wir schon mal, gell? Wählen wir das zweite. Weiß ich, wurscht. Aber wurscht. Was ist denn hier schon noch? Wurscht.
Die sollen ihre ihre. Okay, das sollte aber klar auf unserer Seite sein, wenn sie angreift. Wieso wollen sie keinen White Peace? Ah, doch. Proposed. Hätten wir das auch erledigt. So, Sansibar in unserer Gewalt. Der Oman auch. Oh, ich sehe gerade, wir haben zu wenig. Okay, wie komme ich aus diesem Dings, aus dieser Schleife raus? Ich schaue mir das in den Episoden an. Ich hoffe, ich habe so lange gespielt heute. Ja, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.